Alles vornehmen und was ich alles machen muss. Unglaublich, unglaublich viel. Entsetzlich, entsetzlich viel. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in so einer Situation war. Meine Erledigungsliste geht 20 Mal um den Globus rum und alles ist Dringlichkeitsstufe Nummer 1. Dringlichkeitsstufe Nummer 1. Mein einziger Trost ist Putin und dieser Fritze in Tel Aviv oder Jerusalem. Ich weiß ja nicht, wo der sitzt. 1700, wa? 1700 hat die Hamas umgebracht. Und jetzt hat er schon 10.000 umgebracht. Und das ist der Anfang. Massenmord. Der zahlt alles zurück. Der zahlt alles zurück. Alles, was den Juden angetan wurde in ihrer 3- oder 4.000-jährigen Geschichte, wird jetzt zurückgezahlt. Alles zurückgezahlt. Das verdammte Pech, dass dieses Völkchen von seinem Uranfang an permanent heimgesucht hat. Was für arme Schweine, auserwähltes Volk, auserwählt zum in den Arsch treten, hat Jahwe sein Völkchen. Hab ich so ein Gefühl. Und Vorhaut abschneiden, genauso wie die Moslems. So was unglaublich Beklopptes. Wie kann man so blöde sein? Und jetzt werden die alle gefeiert vom Westen. Weil wir das als gerecht empfinden, dass die jetzt auch mal total durchdrehen. Bisher haben wir alle ganze Welt hat auf ihn rumgehackt. Jetzt hacken sie zurück. Recht, so richtig, so gut macht ihr das. Vielleicht machen sie es ja sogar gut.
Ich weiß das eben überhaupt nicht. Die sind halt nicht irgendwie eingeschränkt. Wir sind ja immer eingeschränkt durch unsere Nächstenliebe. Kommt dem Judentum überhaupt nicht vor. Der Nächste ist der Mensch, der am Nächsten steht. Alle anderen sind ideal. Nicht die Nächsten, sondern der Nächste. Also einen Menschen sollte ein Jude gern haben. Nicht keinen, sondern wenigstens einen. Aber mehr ist nicht nötig. Was für eine Moral. Ist Putin eigentlich auch ein Jude? Er benimmt sich ja so. Aber darf jetzt heutzutage nichts Negatives über die Juden mehr sagen. Wir haben uns so an ihnen versündigt, dass wir jetzt die nur noch loben durften, loben und feiern, was immer sie auch machen. Vielleicht machen sie es ja richtig. Hitler hätte es ja auch richtig gemacht, wenn er Erfolg damit gehabt hätte. Mann, was würden die alle feiern? Die Amis haben ja die Indianer fast ausgerottet. Na und? Ist da irgendwas so etwas von wie Reue zu spüren oder festzustellen? Und die Australier, hoch, jetzt Ureinwohner abgemurzt. Ein paar leben noch, ein paar Männchen gibt es noch. Und jetzt findet hier der Holocaust der Germanen statt. Und alle Germanen finden es toll. Na und jemand muss ja unsere Renten zahlen. Müssen wir halt junge Leute ranholen. Ich lebe ja auch von die. Ein Glück, dass ich kein Japaner bin. Ein Glück, dass ich kein Japaner bin. Japanische Rentner, das sind die ärmsten Teufel in der Welt. Japanische Rentner, das sind richtig arme Schweine. Das ist, was rauskommt, wenn man Kind einwandern lässt. Trotzdem denke ich, wäre ich lieber ein japanischer Rentner als ein Ukrainer oder ein Hamas-Fritze, muslimische Hamas-Fritze, das ist wahrscheinlich überhaupt noch das Allerschlimmste. Meine Güte. Ah, das ist auch schon ziemlich schlimm hier, so festgeklebt zu sein, hier in Berlin. Auf meinem Schreibtischstuhl so festgeklebt zu sein. Überhaupt nicht vom Fleck zu kommen. Scheiße, ist es schon auch. La 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 la. Meine Güte, ist wahrscheinlich, ich hab wahrscheinlich den Endpunkt des blöden Liedtextes erreicht. Meine Güte, noch blöder kann ein Lied ja gar nicht sein. Noch blöder kann ein Lied ja nicht sein. Wie lange geht denn das jetzt noch? Jetzt fällt mir ja nicht mehr ein. Mir fällt nicht mehr ein. Das, was ich mir aber von den Leuten wünsche, dass denen mal nicht mehr einfällt, dass die mich so also schrecklich vollquatschen. Eigentlich müsste sich hier was bewegen. So!
bewegt sich ja auch. Ganz langsam bewegt es sich hier. Dieses gestreifte Ding. Das bin ja Ecke. Das bin ja Ecke. Das bin ja Ecke. Ecke, Ecke. Das bin ja Ecke. Das bin ja Ecke. Das gestreifte Ding bin ja Ecke. Mal kicken, wie ein Stück höher aussieht. Da kann man besser sehen, wie lange das noch geht. Naja, es bewegt sich doch zum Ende hin. So nach und nach zum Ende hin. Dü-dü-dü-dü. 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 Sitze ich tatsächlich hier da und sah ja nicht mehr. Mir fällt nichts mehr ein. 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 Nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein. Nichts mehr ein. Nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein, nichts mehr ein. Kneifende Unterhosen, 10 Stück oder noch mehr. Alle schön gedehnt, schön gedehnt. Und dann nochmal mit 30 Grad gewaschen. Wieder alle eingelaufen, bei 30 Grad. Und der miele Fritze behauptet, die Waschmaschine wäre in Ordnung. Multiple Wirklichkeiten. Multiple Wirklichkeiten. Multiple Wirklichkeiten. Multiple Wirklichkeiten.